Verkehrsregeln sollten beachtet werden. Egal, in welcher Lebenssituation man sich befindet. Gleiches gilt auch für Prominente. Der DSDS-Juror scheint das in seiner Vergangenheit ignoriert zu haben und es hagelte Einträge in die Sünderkartei. Bevor ihm seine Fahrerlaubnis wieder ausgehändigt wird, muss er zunächst noch die medizinisch-psychologische Untersuchung, MPU, bestehen, die umgangssprachlich als Idiotentest bezeichnet wird. Solange muss sich Pietro auch weiterhin von seiner Verlobten Laura Maria Rüpper, 28, und seinen Freunden durch die Gegend kutschieren lassen. Doch genau dabei kam es jetzt zu einem weiteren gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Wie der Kölner Stadtanzeiger berichtete, wurden der Zweifachpapa und sein Fahrer dabei erwischt, wie sie in Leverkusen-Opladen auf dreiste Art und Weise eine Straßensperrung umfahren wollten. Ein Wasserrohrbruch hatte zuvor den Verkehr lahmgelegt. Das passte dem gebürtigen Karlsruher und seinem Chauffeur offenbar so gar nicht. Also fuhr das Duo mit dem metallic-grünen Audi RS Q8 SUV des 31-Jährigen einfach auf die gesperrte Straße. Um auf die nahegelegene Autobahnauffahrt zu gelangen, wollte sich der Fahrer schließlich durch eine Lücke im Gegenverkehr zwängen, um entgegen der Fahrtrichtung auf die Abbiegespur zu gelangen. Mehr kann man nicht falsch machen. Feuerwehrleute, die die Baustelle sicherten, konnten das höchst illegale Vorhaben gerade noch verhindern. Allerdings sei eine längere Diskussion mit den prominenten Fahrzeuginsassen nötig gewesen, um diese zu einem Rückzug zu bewegen. Im vergangenen Jahr schien es so, als habe der Cinderella-Interpret aus seinem Fehlverhalten hinterm Steuer gelernt. Auf Instagram erklärte er, ich werde in Zukunft vorsichtiger sein, denn diese Zeit als Vater ohne Führerschein ist Horror. Weiter betonte er, dass es für ihn als Mann ein beschämendes Gefühl sei, mit zwei Kindern nicht fahren zu können. In naher Zukunft wird daraus wohl auch weiterhin nichts werden.